Ja, herzlich willkommen zum Reichstag Defender. Präsentiert vom Browser Ballett. Betrachtet das so gesehen als eine Art, ja, Let's Test. Und es geht auch schon los. Ja, was ist die Aufgabe im Reichstag Defender? Und ja. Der Browser Ballett ist erstmal ein YouTube-Kanal von Funk, also öffentlich-rechtlich, und ist ein Satire-YouTube-Kanal und macht sich über politische Themen lustig. Und ja, warum hat der Browser Ballett dieses Online-Spiel gemacht? Aus dem Grund, weil am 29. August so eine Anti-Corona-Demo war, wo Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Und ja, da haben sie diese Menschen halt das Reichstagsgebäude, also halt versucht, ins Reichstagsgebäude zu gelangen. Und das waren halt Reichsbürger, Nazis, Rechtsextreme, Corona-Leugner und was weiß ich alles, Verschwörungstheoretiker. Und was auch immer. Und ja, drei Polizisten haben es geschafft, das zu verhindern, dass diese Rechtsextremen und so weiter halt nicht in das Reichstagsgebäude kommen. Das haben diese drei Polizisten halt verhindert. Und dann hat das Browser-Ballett gedacht, ja, machen wir mal ein Spiel dazu. Und das ist das Ergebnis. Reichstag Defender. Ob's nötig war, keine Ahnung. Was muss man in diesem Spiel machen? Ja. Einfach halt diese Menschen, die hier zugerannt kommen, wegtreten. Und wir steuern einen Polizisten. Schade ist nur, dass man die anderen Polizisten nicht steuern kann. Und ja, wie steuert man den Polizisten? Ja, mit den Pfeil, also mit der linken Pfeiltaste und mit den rechten Pfeiltasten, und treten tut man mit der Leertaste. Und man kann Reichstag-Defender nur halt auf dem PC spielen. So gut war ich noch nie. Es ist jetzt nicht so, dass ich das viel. Es war jetzt nicht so, dass ich das 24-7 spiele, aber oh, es macht schon hin und wieder mal Spaß. Reichstag Defender. Falls ihr es auch spielen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Wie gesagt, nur halt. Für den PC kann man das spielen. Auf dem Handy kann man es nicht spielen.
um halt das Datenvolumen zu schonen. Grafisch, ja, was soll man sagen? Es hat ein Online-Spiel und es hat vom Browser-Ballett. Soll ich nur gerade halt zum Spaß machen und halt diese Corona-Demos. Das lächerliche Ziehen, obwohl schon diese Anti-Corona-Demos lächerlich sind. Und man sich nur über diese Menschen halt lustig machen kann, die am 29. August versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Das Reichstagsgebäude. Das ist das gesamte Spiel Musik. Ja, ist halt nur dieses, was ihr hört. Hätte mich gefreut, wenn noch ein anderes. Also, wenn noch andere Musik gäbe und nicht dieses. Nur eine Runde mache ich noch. Das ist halt das gesamte Spiel. Schade, dass die Rekorde nicht gespeichert werden. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr gut findet, dieses Spiel, oder nicht so gut findet. Ich dachte zuerst, das wäre nur Satire und das vom Browser Ballett. Dass es nur ein Scherz war, dass sie dieses Spiel gemacht haben. Aber nein, das gibt es wirklich. Das war's mit dem Video. Kurzes Video. Mal was bisschen fürs Zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video, was auch immer es sein wird. Mal schauen. Ciao.